Hi, heute geht es um ein kleines Abenteuer, denn ich besuche die Ruine Geiersburg, die kann man da im Hintergrund auch schon sehen. Aktuell befinde ich mich auf dem Lindenhof, da kann man parken, ich zeige es mal kurz. Es ist nicht der offizielle Parkplatz, ganz wichtig, weil die Ruine hat keinen offiziellen Parkplatz. Ich habe extra auf dem Rathaus in Untermünkheim angerufen und die nette Dame vom Ordnungsamt, die hat mir gesagt, dass man hier parken kann, da sagt keiner was und die meisten, die hierher kommen, die parke hier, mache hier den Einstieg. So, wie gesagt, die Ruine ist ja da hinten. Also muss ich nur noch den richtigen Weg finden, denn ich habe gar keinen direkten Weg gefunden. Aber es macht ja nichts, denn ich verlaufe mich nicht, ich kundschafte. Und ich nehme euch einfach als Zeitraffer mit und wir sehen uns gleich wieder. Das hinter mir ist jetzt die Ruine Geiersburg. Die ist erbaut worden so um ca. 1391 und knappe 100 Jahre später, sagen wir ein bisschen mehr als 100 Jahre später, im Jahr 1507, hat sie eigentlich im Prinzip schon wieder als Bedeutung verloren. Die hat einen rechteckigen Grundriss und zählt als Sporrenburg. Die Ruine hat auch eine etwas dunkle Vergangenheit, die ist gar nicht mal so alt. Anfang der 2000er war sie ein Treffpunkt für den Ku Klux Klan. Es gibt hier auch Sitzbänke und einen Tisch, auf dem man dann festspannen kann. Es gibt einen Mülleimer, der ist zwar proppevoll, aber es gibt einen. Und es gibt eine Grillstelle hier. Ein paar Kilometer weiter ist ja auch Schwäbisch Hall. Wenn man da also mal in der Gegend ist und hat noch Zeit über und weiß nicht, was man machen soll, kann man sich die Ruine auch gerne mal angucken. Ansonsten denkt an eure Klimabilanz, kommt nicht nur wegen der Ruine hierher. Es ist, ja, was soll man sagen, es lohnt sich nicht unbedingt nur wegen der Ruine herzukommen, weil die Aussicht ist verwachsen, es sind überall Bäume. Es ist nichts besonders Spezielles hier, was euch aber nicht daran hindert, einen Daumen nach oben unter das Video zu geben oder einen Kommentar zu schreiben, über die ich mich sehr freue. Oder neue Abonnenten, da freue ich mich auch drüber. ansonsten alle weitere Infos zu der Burg in der Infobox unten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund!